dem Motto, wo kommt unser Essen her? Das ist ja immer die entscheidende Frage. Und dafür zum Thema Wild habe ich Sie jetzt mal in eine typische Wildregion hier in Mecklenburg mitgenommen. Das ist mein Pirschbezirk, wo ich jagen gehen darf. Der ist von der Landesforst. Wir sehen hier tiefen Wald, typische Einstände für das Wild. Hier gibt es Wildschwein, Rotwild, Rehwild, Dammwild. Alle Wildarten sind hier vorhanden. Wir haben hier eine Stelle, hier ist ein Graben durchgezogen, da ist Wasser, da kann das Wild Wasser schöpfen. Die offene Wiese, ganz typisch, wo sie austreten, um dann mal Grünzeug zu äsen. Das ist also der ganz natürliche Lebensraum. Das ist keine Stallhaltung, hier ist keine Massentierhaltung oder sowas. Natürlicheren Lebensraum, wie sich hier das Wild oder wo sich hier das Wild aufhält, dort das Nahrungsmittel zu entnehmen, finde ich einen der größten Luxus, die wir hier in Deutschland haben. Nun, wie entnehmen wir das Wild? Wir sehen hier die typische Ansitzkanzel. Das ist sozusagen das Wohnzimmer für den Jäger beim Weidwerken. Dieses Wohnzimmer ist tierisch ungemütlich. Es ist ein hartes Holzbrett meistens nur drin. Es gibt keine Fenster, die man zumachen kann. Es windet durch. Wenn man auf Wildschweine geht, kann man nur nachts bei Vollmond jagen gehen. Also wer sagt, oh, die Jäger gehen da in den Wald und schießen mal eben Reh tot. Völliger Käse. Das ist eine Passion. Das ist eine Kultur. Da muss man mit Liebe rangehen. Das ist Hege und Pflege des Wildes. Da kommt nicht mal eben Reh raus und das kann ich erlegen. Das ist verpönt. Das ist völlig undenkbar. Beim Weidwerken muss ich auf die Altersklasse achten, auf die Wildsorte, auf das Geschlecht. Das sind alles Faktoren, die ich berücksichtigen muss. Und dass dann wirklich mal ein Stück kommt, was passt, muss es auch noch weitgerecht gestreckt werden können, also erlegt werden können. Die oberste Prämisse für die Jagd ist, dass das Wild nicht leiden darf. Das ist die allergrößte Regel. Ein sauberer Schuss bedeutet, dass das Wild, wie man so schön sagt, im Knall fällt. Das darf nicht leiden und einem sauberen Schuss ist die Prämisse gegeben, dass man ein tödliches Organ trifft, meistens das Herz, das liegt direkt hinter dem Blatt, hinter der Schulter. Und deswegen schießen wir nur auf Wild, was breit zu uns steht. Also das Tierwohl steht hier ganz weit vorne. Und ich glaube, wenn man hier dem Wald ein Reh entnimmt, in einem Moment, wo das Reh selber gar nicht spürt, ist das, glaube ich, ein ganz hohes Gut, dass wir hier in Deutschland noch haben, dass wir Weidwerken gehen können und unser heimisches Wild hier in die Küche bringen können. Das lege ich Ihnen sehr ans Herz. Probieren Sie Wild. Das ist nicht der Oldtimer, nur dieser Rehbraten im Ofen schön fettig und sowas. Rehfleisch, Dammwild, Rotwild, also der Hirsch, wie wir es kennen. Alles unterschiedliche Geschmackssorten. So ein Rotwildsteak vom Kalb, also vom jungen Rotwild. Ein Genuss, ein wirklicher Traum. Sie müssen es nur ausprobieren und ganz offen an das Ganze rangehen. Mit diesem Tipp nochmal der letzte Hinweis: Wenn Sie Wild nicht bei uns kaufen, sondern im Supermarkt, achten Sie darauf, dass es kein importiertes Gatterwild ist. Ansonsten bei uns ganz bequem im Online-Shop. Genießen Sie es, probieren Sie es und in diesem Sinne Weidmannsheil. Bis zum nächsten Mal.